Hallo liebe Leserinnen und Leser von Guitar. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rock'n'Roll High School. In dieser Folge möchten wir uns damit beschäftigen, wie Quint-, Quart- und Sextintervalle Riffs harmonisch noch einmal etwas aufwerten können und diesen nochmal ordentlich Punch geben können. Viel Spaß! Für den Anfang möchte ich euch einen Standard-Blues-Riff in A zeigen. Dieses Riff wechselt zwischen einer Quinte, auch bekannt als Power-Akkord, und einer großen Sechste. Jedes dieser Intervalle wird jeweils zweimal angespielt. Dieses kleine modulare Riff kann ich wahlweise über einen A-Dur-Akkord oder über einen A7-Akkord spielen. Außerdem kann ich dieses Riff den einzelnen Stufen unseres Blues-Schemas in A-Dur anpassen, indem ich es eine Seite klanglich nach oben schiebe oder klanglich eine Seite nach unten schiebe. Dann sähe ein 12-taktiger Blues wie folgt aus. Soll unser Blues-Riff allerdings noch etwas mehr ballern, wie es Jimmy Page bereits in Led Zeppelins Rock'n'Roll vorgemacht hat, können wir zu unserer Quinte und unserer Sechste zusätzlich das Intervall der kleinen Septime hinzufügen, damit wir den A7-Akkord schon mal ordentlich ausspielen können. Dafür können wir dann zum Beispiel so eine Variation spielen. Außerdem können wir für noch etwas mehr Blues-Dreck die kleine Terz mit einbauen. Diese findet sich am dritten Bund der A-Seite. Dann hätten wir zum Beispiel so etwas. Oder wir spielen einfach Led Zeppelins Rock'n'Roll 1:1 nach. Aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern ist vielleicht aufgefallen, dass ich das Kernriff einfach immer wieder an die einzelnen Stufen des Blues-Schemas angepasst habe. Und die fünfte Stufe. Noch einmal in langsam. Nicht nur Quinten und Sechsten eignen sich hervorragend für Riffs. Auch mit Quarten lassen sich hervorragend knallharte Rockriffs zeigen. Anstatt euch jetzt allerdings das Paradebeispiel für Quart-Riffs zu zeigen, möchte ich euch das etwas weniger bekannte, aber immer noch sehr bekannte
Two Minutes to Midnight von Iron Maiden zeigen, das sich genauso auf Quarten verlässt. Hierfür wechsle ich verschiedene Quartgriffe auf der D- und G-Seite am 5., 7. und 2. Bund miteinander ab. Die Quartgriffe am 5. und 2. Bund greife ich jeweils mit dem Zeigefinger als Barré, während ich den Quartgriff am 7. Bund mit dem Ringfinger und dem kleinen Finger greife. Es ist allerdings auch nichts dagegen einzuwenden, den Quartgriff am 7. Bund mit dem Ringfinger als Barré oder mit dem Zeigefinger als Barré zu greifen. Macht es, wie ihr gerade lustig seid. Einmal in langsam. Am Ende spiele ich eine ähnliche Figur wie in Rock'n'Roll, nämlich von einem A-Power-Akkord ausgehend auf die kleine Terz des Akkordes. Dadurch klingt das Riff noch etwas härter und etwas bluesiger und etwas dreckiger. Möchten wir fetten Power-Akkord-Riffs etwas mehr Transparenz und mehr rohe Aggression verleihen, können wir, wie zum Beispiel in solchen Riffs, in denen wir den kompletten Akkord in einem Ganzen anspielen, auch den Akkord in zwei Teile einteilen, nämlich in den Grundton und in die gegriffenen Töne, die ebenfalls eine Quarte ergeben. Im Folgenden spiele ich das gleiche Riff hier noch einmal als Power-Akkord an und dann separiere ich das Riff in den Grundton und das Quartintervall. Achtet auf den Unterschied. Klingt schon ziemlich fett, der Unterschied. Genau dieses Prinzip greift auch in Metallicas Hochgeschwindigkeitspeitsche Creeping Death. Fangt dieses Riff hierbei unbedingt langsam an und verwendet ausnahmslos Abschläge. In der kurzen Hammer-on-Pull-off-Sequenz am Ende des Riffs ist es nicht verkehrt, auch mal Wechselschlag zu verwenden. So kann man seine Ausdauer nämlich etwas auffrischen und hält das Riff länger durch. Hier einmal das Riff in langsam. Im Folgenden möchte ich euch Crystal Mountain von Death zeigen. Hierfür habe ich meine Gitarre um einen Ganzton tiefer gestimmt, nämlich auf D, G, C, F, A und D. Power-Akkorde kennen wir alle. Nehme ich jetzt hin doch die Quinte dieses Akkordes und setze diese eine Oktave tiefer und spiele dann anschließend das Gebilde, bekomme ich einen etwas apokalyptisch klingenden Power-Akkord. Das liegt daran, dass die Quinte des Akkordes nun im Bass liegt. Im Bassbereich ergibt sich dadurch zudem das Intervall der Quarte. Dieser kleine Trick kann Power-Akkorde dunkler färben und ihnen eine etwas apokalyptische Note einhauchen.
diesem Riff können wir ganz gut beobachten, dass wir einen E-Power-Akkord haben, bei dem die Quinte im Bass liegt. Im Bass ergibt sich dadurch wieder ein Quartintervall. Das verleiht unseren Power-Akkorden eine etwas apokalyptische Note. Dem Death Metal üblichen chromatischen Bewegungen der einzelnen Akkorde tun dann ihr Übriges zum dunklen Gesamtsound. Nun einmal Crystal Mountain in langsam. Im letzten Beispiel möchte ich euch nochmal eine Kombination aus allen möglichen Intervallen zeigen. Im legendären Dire Straits Hit Money for Nothing kombiniert Mark Knopfler Quinten, Septimen, Quarten und Quinten zu einem legendären Mega-Riff. Dieses Riff spielt Mark Knopfler auch typischerweise nicht mit dem Plektrum, sondern mit den Fingern. Ich zupfe jetzt alles mit Daumen und Zeigefinger und verwende auch gelegentlich meinen Mittelfinger dazu. Hier einmal Money for Nothing. Und einmal in langsam. Für Money for Nothing beginnen wir zuerst mit einem G-Power-Akkord am 5. Bund der D und am 7. Bund der G-Seite. Und wechseln dann auf eine mit einem Zeigefinger als Barré gespielte Quarte. Dann geht es wieder zurück auf die Quinte. Und nun nehmen wir mit dem Mittelfinger den 6. Bund der H-Seite hinzu, der die kleine Septime von G ist. Dann geht es hinab zum 3. Bund, ebenfalls eine Quarte, ebenfalls mit dem Zeigefinger als Barré gespielt. Die leere D-Seite und die leere G-Seite bilden zusammen ebenfalls eine Quarte. Dann folgt wieder eine Quarte am 3. Bund der D- und G-Seite. Und nun folgen zwei Quinten vom 1. Bund der A-Seite hinaufgeslidet zum 3. Bund der A-Seite. Nachdem ich den Ringfinger nach dem Slide bei diesem C-Power-Akkord am 3. Bund der A-Seite bereits auf dem 5. Bund der D-Seite habe, muss ich dann für die nächste Quarte nur noch den kleinen Finger auf den 5. Bund der G-Seite hinzunehmen. Anschließend kann ich die letzte Pull-Off-Figur mit dem Zeigefinger als Barré von dem 3. Bund der D- und G-Seite auf die leere D- und G-Seite machen. Und einmal in Zeitlupe. Das war's auch schon wieder mit unserem kleinen Streifzug durch die Welt der Intervalle der Quinte, Quarte und Sechste. Sogar die Septime haben wir mit angeschnitten.
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben über die einzelnen Intervalle und euch dazu animieren, selber wieder kreativ zu werden und selbst Riffs zu basteln. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Tüfteln und bis zur nächsten Ausgabe der Rock'n'Roll High School. Ciao!